Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Während der letzte Part eher so ein, naja, ich mach optionale Dinge Part war, in der wir, zwei Federn gefunden haben und alle acht Statuten und, sind wir jetzt auf dem Weg in die Toskana, um die Story fortzusetzen und Mario beim Morden an Vieri di Pazzi zu helfen. Ja, ich, geh. Und trinkt was. Oh Gott. Stoßig. So, wir sind jetzt hier immer noch in der Toskana. Dort hinten ist San Gimignano. Durch die Menschenmengen! Das sind Söldner. Wenn wir denen Geld geben, dann kämpfen die für uns gegen Wachen. Hier übrigens, auf genau dieser Farm, auf die ich jetzt gerade zureite. Oder war das die, oder war das noch eine weiter? Nee, das war noch eine weiter. Nee, es war die. Ja, es war die. War ich in dem Umfragevideo, in dem Gameplay-Umfragevideo. Ich glaube, es war die. Und hab das alles hier demonstriert, ne? So, jetzt steigen wir hier mal vom Pferd und gehen zu Mario. Bonjour, Mario. Hi. Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Habe ich ihn schon gezeigt? Ich mach's einfach nochmal, sicherheitshalber. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Okay, dann gehen wir zum Südtor und diese Quest ist eigentlich auch recht lustig, finde ich. Und jetzt müssen wir wieder so jemand verfolgen, die immer lahmer laufen als wir. Komm, alter Sack, lauf schneller! Ich gehe dann schon mal rein. Nun gut, Ezio, hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. Oh yeah. So, wir haben jetzt Wurfmesser. Und jetzt wollte ich gerade C drücken, weil in MW2 ist C kriechen und Strong, C, ja doch, ducken, geduckt laufen und Strong kriechen. Schluck. Puh. Wir haben noch 7 Wurfmesser noch. Cool. Nein, visier ihn an! Okay, das waren 2 verschwendete Wurfmesser. Und zwar wirklich verschwendete Wurfmesser. So, kann ich den da schon anvisieren? Von hier aus nicht, nein. Von hier aus? Ja. Ist hier noch wer? Nein, okay, dann... ich möchte kurz eine Sache machen, man kann hier auch in den Brunnen rumklettern. Und ich möchte kurz eine Sache machen, um zu schauen, ob der Bug hier jetzt gerade funktioniert. Schauen wir mal. Nee, schade. Dann probieren wir es noch mit der Leiche hier und wenn es mit der nicht funktioniert, dann noch mit der da hinten und wenn es mit der nicht funktioniert, dann nicht mehr. Nee? Okay, noch ein Versuch. Take him, take him, take him up. Und rein mit dir. Ja, es hat kurzzeitig funktioniert.
Eigentlich müssten die hängen, richtig hängen bleiben, weil ich ja. Das ist lustig, die bleiben manchmal so an der Wand hängen, wie als wären sie da reingenagelt worden. Und jetzt Mario und seine Söldner, kommt hinein in das Ding. Wo? Gut gemacht, Ezio. Sind drin? Ich frag mich, wo der herkommt. So, wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen, wir sollten lieber Mario folgen. Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Okay. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um die Eri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Nur komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Oh ja, nur zur Sicherheit. Und hierfür... jetzt möchte ich mal schauen, kann man denn Wachen mit Geld ablenken? Wie sonst soll man die Patrouillen erklären? Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Und nun stirbst du! Okay, ja, jetzt heißt es jetzt. Jetzt war ich kurz mal ruhig, keine Ahnung, warum eigentlich. Aber jetzt habe ich denen den Befehl gegeben, die können angreifen. Und deshalb tun wir das jetzt auch gemeinsam. Also sie und ich. Und du willst mir nicht gefallen. Habt ihr das gesehen? Das war sein richtiger Move. Und jetzt mit Sprinten! fail. Ah, nein, ich möchte gerade weg. Also. Das war ein bisschen. Ach, die Kacken! Ich wollte auf dich zurennen und so. Ach, die Kacken! Dann halt nicht! Du vielleicht? Nein, auch nicht. Naja, so. Na, das war schon mal fast richtig. Jetzt will ich jetzt mal Mario bis. Mario ist weg. Okay. Dann gehen wir erstmal zum Aussichtspunkt. Was wollt ihr hier mit Santa? Ach, kletter doch da hoch! Mit Santa irgendwas. Ich will hier zum. Dingens! Aussichtspunkt-Ding! Kacken. Okay, das sieht mir hier schon nach einem Au. Plakat aus, ja. Das wollte ich sagen. Hallo Mond, der lustig aussieht. So, gehen wir hier jetzt nochmal hoch. Ich möchte hier gern hochklettern. Ach, Ezio. Ich weiß, es ist meine Schuld, dass er da runterfliegt. Aber ich beleidige ihn trotzdem lieber, weil... Vielleicht lernt er da. Ezio, das war jetzt unnötig. Das, ja, vielleicht lernt er dann draußen und macht es beim nächsten Mal besser. Ich sehe dort eine Feder und dort eine Feder. Ich werde mir jetzt nur eine holen. Aber erst noch Ezio. Okay, dann kletter ich also hoch. Wenn ihr wollt. Okay. Ja, aber erstmal gehe ich hoch zum Aussichtspunkt. Vielleicht hole ich. Ja, ich hole mir beide Federn, denn die Federn möchte ich unbedingt haben. Auch wenn ihr das eventuell nicht sehr interessant finden werdet. Das hier soll mein erster Spielstand mit 100% werden. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, in der Story alle 100 Federn zu holen. Falls nicht, mache ich das entweder auf Sprint hinterher und zeige euch, was da passiert. Oder ich lasse es dann komplett bleiben. Oder ich mache es in Bonusparts oder. It's dein! Oh, nee. Oh nein. Wie wisch euch an. Wie sonst soll man die Patrouillen erklären? Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgt. Ich steche jetzt einfach hier sinnlos durch die Gegend und töte dabei einige Gegner. Ja, mehr töte ihn. Genau so wollte ich das haben. Level Energie mit 4 von 5 von 10, ja, das passt mir. 6 von 10 und dich mache ich kalt und ich schwebe in der Luft, 8 von 10 und dich noch und 9 von 10 und den letzten auch noch, dann haben wir erledigt die Ziele 10 von 10! 10 von 10! Wir gehen auch jetzt noch nicht zum Santa Maria Assunta,
sondern auch meine Leiter. Klettern nochmal hoch. Aussichtsturm. Punkt. Das habe ich einfach mal offscreen erledigt. Geht schneller. Und synchronisieren. Jetzt habe ich schon eine dritte Feder gesehen. Hole ich mir jetzt aber nicht alle. Ich hole mir jetzt eine. Den Rest hole ich mir später. Oder gar nicht. Uhu! So, scheiße jetzt auch. Ach, hier gibt's eine lustige Sache, eine wirklich lustige Sache. Halt die Fresse. Also man könnte auch sagen, Bug. Ich lasse euch das hier erstmal nochmal kurz lesen. Das war's schon. Und zwar, wenn man ihn besticht und die 500 Gold abgibt, dann ist der Bekanntheitsgrad sogar weg. Und dann kann man ihn töten und man bekommt keinen Bekanntheitsgrad dazu. Und dann kann man ihn ausrauben und bekommt sein ganzes Geld wieder. Und das ohne Bekanntheitsgrad dazu zu bekommen. Dafür sind Herolde da. Man tötet sie. Der Söldner hat mitgelacht. Ich bin doch kein Affe. Gut so, weil sonst würde ich dich abschlachten. Ich hasse Affen über alles. In den Brunnen! Yeah! Okay, jetzt haben wir eine Feder mehr und ich möchte kurz mal schauen, was der Frabo hier, was der Sarto hier so hat, weil eventuell gibt es eine Kleidung, die mir noch besser gefallen könnte. Mittlerer Medizinbeutel, großer Medizinbeutel heißt mehr Medizin, machen wir vielleicht später. Toskana Braun, nee. Ich glaube, ich werde dann nochmal das Venedig-Rot nehmen, obwohl mir dieses Rot hier definitiv besser gefällt als das Venedig-Rot. Wenn ich einen schönen, ich betone schönen, wenn ich einen schönen Blauton finde, dann werde ich den nehmen, weil, ja, Blau ist erstmal meine Lieblingsfarbe und zum anderen stelle ich mir das auch ziemlich cool vor an Ezio. Ezio! So, jetzt gehen wir mal unseren Onkel Mario besuchen. Ames, Plaza, Santa, irgendwas. Das ist nicht mal Mario, noch nicht. Hallo, Ezio. Penner. Euer Onkel wird angegriffen und braucht Penner. Hilfe. Geht zu ihm. Homeless Man. Okay, hallo, angegriffener Mario. Ja, okay, dann helfen wir ihm einfach mal und töten hier so ein paar Wachen. Ich dachte, das, was ich gerade sah, was ich jetzt dachte, kommt jetzt schon, aber okay, dann nicht. Ja, hier sind mir zu viele, das ist so alles gerade so durcheinander, aber ich töte die einfach mal und hoffe mir was Tolles und mein Gott, sind das viele und jetzt auch. Die werden das alle ab hier, gewinn nicht. Aber ich bin noch nicht entdeckt worden. Ach, nein, nicht doch anvisieren hier. Stirb, na, wie hat er das gemacht? Ich meine, aua, hey! Nicht übertreiben hier. Oh, ich sehe nichts mehr. Ja, so wird mir das alles schon besser gefallen. Ja, wieder nicht. Auf ihn anzuvisieren und töten. Und jetzt ab zu Mario. Wo ist Mario? Da bist du ja. Mein Plan stößt auf Schwierigkeiten. Vieris Männer haben uns einen Hinterhalt gelegt und wir haben alle Hände voll. Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wachen. Geh du weiter und finde diese Schlange Vieri. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Mach ich, aber ich mach's auch wie beim letzten Mal und würde hier trotzdem alle Wachen. Tschüss. Ja, damit töten wir jetzt unser zweites Opfer, welches auf der Liste stand, namens Vieri, den Pazzi. Und irgendwo dort drüben wartet er auf uns. Yes! Nein, das solltest du nicht tun. Aber hey, noch anders grünfarbenere Blätter. Dafür bin ich zu alt, Capo. Ja, du sollst mir auch nicht mehr folgen, quasi. So, ist das dort schon? Ich glaube dort drüben, da. So ein rundes Ding. Au. Oh, meine Energie. Ich brauche... Ach Gott. Heilung. Ich habe gerade einen Ohrwurm von dem Lied aus Divine Divinity. So, das hier... Nee, dort drüben. Warum dort? Okay, dann gehe ich halt jetzt erstmal... Ah, Truhen.
Gut, dann war es doch nicht so schlimm, dass ich hier hingegangen bin. Dann gehe ich halt erstmal dort drüber. Aber ich meine, dass der Kampf gegen Veri die Pratze hier oben stattfand. Oh, okay, dann nicht. Ach ja, ich erinnere mich, was passiert. Okay, gut, dann gehen wir jetzt einfach hin. Ja, das passt so. Und jetzt dort drüber. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario, er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiden. Wie haben's du Eisenbrunn gesagt? Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Attentat auf Vieri di Pazzi. Das ist unsere Aufgabe und um diese Aufgabe werden wir uns jetzt kümmern. Wir visieren hier mal die Leute an. So geht es immer am schnellsten und mit dem Schwert ausgerüstet gehen wir jetzt hoch zu Mr. Vieri di Pazzi. Und hier sind noch Soldaten. Dein Tod wird schnell kommen. Na, die machen wir mal mit dem Konterplatz. Das geht, glaube ich, schneller. Ne, den wollte ich gar nicht. Ich will erst mal den töten. Ja, und jetzt kümmern wir uns um Vieri di Pazzi. In einem epischen Schwertkampf. Zwei Schwertkampf. Sie haben davon nicht mehr geredet, sondern machen so ein wichtiger Bösewicht, die reden nicht vorher. Die töten sich gleich und auch. Ich möchte dich killen. Killen wie einen Hasen. Das ist ein wirklich leichter Kampf und wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis und... Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Mein Lieblingssatz. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Und damit ist Sequenz 2 beendet. Und ich will wieder das Schwert haben. Und da liegt mein Schwert? Nein. Aber Vieri stellt sich episch aus. So ein Maschinengewehr. Nein. Okay, wir haben gerade eine Codex-Seite erlernt. Erhalten. Und Messerwurf erlernt. Und werden jetzt scheinbar automatisch zurück zur Villa geportet. Nein, ich will nicht zurück. Entschuldigung. Nö, doch nicht. Oder doch. Ah, dort ist sie. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granat. Ich hüte dich. Du hast du schon irgendwas, was ich mir leisten kann? Nein. Nein. Ja. Ein paar Wurfmesser können nicht schaden. Die habe ich nie so oft benutzt, aber sie sind trotzdem praktisch. Hier ist übrigens das Assassin's Creed-Zeichen, wer es das letzte Mal noch nicht entdeckt hat. Und hallo, Mario. Ich quatsch dich von der Seite an. Verdammt, geht nicht. Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein.
Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel. Und jetzt kommt was wirklich Interessantes. Die Party unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia. Einer der mächtigsten Männer Europas. Und Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja. Und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat, Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut. Genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Jo, und das werden wir auch gleich tun, also brauchen. Kann die Questbälle zu Ende sein, ich will die Federn abgeben. Komm ich halt zu dir. Danke. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Jo, das werden wir sofort tun. Und da möchte ich euch auch noch die anderen Briefe zeigen, die wir damals nicht gelesen haben. Die wir schon abgegeben haben. Das heißt, wir haben sie wahrscheinlich nicht mehr. Federn abgeben. War es nur eine oder waren es zwei? Ich glaube nur eine, oder? Nee, doch. Okay, hier wollte ich nicht hin. Datenbank, Dokumente. Codex-Seiten wollen wir nicht. Raphael Umberto, das ist der, den wir jetzt lesen. Giovanni Auditore. Ja, hier, die könnt ihr jetzt mal lesen. Keine Ahnung, wer Raphael ist. Meine Liebe, ich bringe diese Gedanken zu Papier in der Hoffnung, eines Tages den Mut zu haben, sie mit dir zu teilen. Bald wirst du zweifelsohne erfahren, dass ich Giovanni verriet, ihn als Verräter denunzierte und zum Tode verurteilte. Die Geschichte wird dies alles als bloße Politik und Gier abtun. Wisse, dass es kein Hass war, der meine Hand führte, sondern Angst. Als die Medici uns alles geraubt hatten, spürte ich Angst. Angst um dich, um unseren Sohn, um die Zukunft. Welche Hoffnung bietet diese Welt einem Mann ohne Möglichkeiten? Sie boten mir Geld, Land und Titel als Lohn für meine Mitarbeit. Und so kam es, dass ich meinen engsten Freund verriet. Wie unaussprechlich diese Tat auch sein mag, in dem Moment schien sie nötig. Und noch jetzt, wenn ich zurückschaue, sehe ich keinen anderen Weg. Und dafür hast du deinen Tod bekommen. Den schauen wir noch nicht. Erstmal hier. Al magnifico Lorenzo de' Medici, okay. Mio protettore e amico. Ich tat wie verlangt und habe meine Untersuchung des Vorfalls in Mailand beendet. Das haben wir, glaube ich, schon. Okay, und jetzt hier Fragio Giondo. Signor Pazzi, ich tat, wie mir geheißen, und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein, allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens drei Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Er will geliebt werden. Und er ist sehr tot. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. So, das war der Brief. Und jetzt gehen wir doch schnell runter zu den Codex-Seiten, Dinge zum Band, den Part dann. Ja, das muss sein. Haben schon viel erreicht. Ja, viel. Wirklich viel. Bonjour, Monsieur Mario Auditore. Monsieur Auditore, ja, ich will mit dir reden. Ich mach so lange das Licht an. Weitere Codex-Seiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist das? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Okay, eine müsste ich aber schon haben hier für die Wand. Nö. Okay, schade, das Bücherregal ist noch unwichtig. Ist ja nur ein Bücherregal, ne? Ja. Truhe bringt jetzt auch noch nichts. Ah! Und die Karte auch nicht. Waffen kennen wir, Rüstung, bla bla bla. Also, was ist der Punkt der Villa? Da waren wir doch schon. Na okay, dann werde ich da hochgehen und nochmal synchronisieren und ein paar dann für euch beenden. Ich würde jetzt gerne noch was aufnehmen. Ich habe auch noch Zeit, aber keinen Speicherplatz mehr. Außerdem habe ich einem Kumpel versprochen, gleich mit ihm im Koop dann Modern Warfare 2 zu zocken. Naja, nehme ich halt am Samstag auf. Heute ist ja schon wieder Donnerstag. Zwar nicht, wenn ihr das hier seht, aber, also vielleicht doch. Aber auf jeden Fall, am Zeitpunkt der Aufnahme ist Donnerstag. Ja. Und deshalb, ja, werde ich das jetzt tun. Heißt, übermorgen ist schon wieder Aufnahmetag. Ja. Also dann, bis zum nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed 2 in der PC-Steam-Version. Ciao.